Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil meiner Redstone-Tutorial-Serie. In diesem Part wird es um das Addier-Subtrahierwerk gehen. Das ist ein Rechenwerk, wo man mit einem einzigen Hebel, beispielsweise diesem hier, ganz einfach zwischen Addition und Subtraktion hin und her schalten kann. Das heißt, der Hebel ist aus, dann wird addiert, der Hebel ist an, dann wird subtrahiert. Bei der Addition brauchen wir einen Addierer, also das hier. Und bei der Subtraktion müssen wir zusätzlich noch das hier anschalten und hier den orangenen Eingang invertieren. Das heißt, wenn wir diesen Hebel umlegen, muss erstens das hier angehen und zweitens diese Lampen alle da sein. Also wenn der Hebel aus ist, muss da eine Verbindung sein und wenn der Hebel an ist, muss da eine Fackel sein. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen zweifelhaft, wie man es hinkriegen soll, aber es gibt eine sehr schöne Möglichkeit. Und zwar nimmt man ein XOR-Gate. Denn XOR-Gates, ich baue jetzt hier mal ein Standarddesign hin, XOR-Gates haben die Eigenschaft, dass sie als an- und abschaltbarer Invertierer dienen können. Das ist jetzt ein XOR-Gate. Und wenn wir uns jetzt diesen Eingang hier anschauen, dann sehen wir, dass dieser Eingang und dieser Ausgang denselben Zustand haben. Das heißt, wenn das aus ist, ist das aus. Wenn das an ist, ist das an. So, wenn wir jetzt aber diesen Hebel umlegen, dann geht das an. Das heißt, wenn das aus ist, ist das an. Und wenn das an ist, ist das aus. Das heißt, wir können mit diesem Hebel die Invertierung an- und abschalten. Das heißt, wenn der Hebel aus ist, also wenn wir beispielsweise addieren wollen, dann wäre hier keine Invertierung. Und genau das baue ich jetzt hier für alle vier hin. Jetzt haben wir, also ich habe jetzt hier einfach die eingesetzt, habe den zweiten Eingang aber noch nicht angeschlossen. Das müssen wir jetzt machen. Und zwar wollen wir ja, dass entweder alle nicht invertiert werden oder alle invertiert werden. Das heißt, wir müssen die Invertierung für alle gleichzeitig machen. Und dazu werde ich hier eine lange Leitung rüberlegen. Ja, hier ist es den letzten, den wir brauchen. Ich werde gleich erklären. Und jetzt alle Eingänge, also zum Beispiel den hier, über diese Leitung miteinander verbinden. Hier ist der nächste. Und so weiter. Also, das machen wir jetzt hier für alle. Und was wir jetzt haben, ist, dass wenn wir jetzt hier einen Hebel hinmachen, dass dieser Hebel dann diese vier invertiert, wie wir sehen. Weil die orangenen sind hier alle aus. Wenn ich jetzt den hier anmache, geht der hier aus. Also wir haben jetzt die vier Orangenen invertiert. Und wenn wir das hier ausmachen, dann ist es nicht mehr invertiert. Dann hat jeder seinen ursprünglichen Zustand. Das heißt, wenn wir jetzt hier anmachen, geht da auch an. Wenn wir jetzt aber auf Invertieren drücken, gehen alle an und der geht aus. Und so kann man jetzt hiermit ein Addier-Subtrahier-Werk bauen. Ich muss nämlich jetzt nur noch das hier mit diesem Hebel verbinden und gucken, ob die Verbindung reicht, was sie natürlich nicht tut. Hier. Ja, das mache ich jetzt hier. Das wird schon reichen. Oder? Ja, reicht. Gut. Also, ja. Und was ich auch noch machen muss, ist, wenn wir invertieren wollen, dann muss das hier angehen. Das heißt, das hier kann ich auch direkt mit diesem Hebel verbinden. Und jetzt haben wir ein fertiges Addier-Subtrahier-Werk. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, dann sehe ich 0 plus 0 ist 0. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt 1 plus 1 rechne, kommt da jetzt 2 raus. Und wenn ich jetzt 1 minus 1 rechnen will, dann lege ich diesen Hebel um und wir sehen, es kommt 0 raus. Wenn ich jetzt, anderes Beispiel, 5 minus 3, die orange Zahl ist jetzt 3,
Und die rote Zahl ist jetzt 5. 5 plus 3 ist 8, wie wir sehen. Und 5 minus 3 ist 2. Und damit können wir jetzt ganz einfach Plus- und Minusrechnungen ausführen. Soweit zum Addier-Subtrahier-Werk. Damit sich jetzt keiner wundert, nur noch kurz zur Klärung. Das hier ist ein Re-Upload von dem Teil 9. Der war eigentlich früher doppelt so lang. Ich habe den jetzt gekürzt, weil der zweite Teil, wo ich auf verschiedene Addiererarten eingehe, nicht ganz ins Konzept passt. Ich möchte erst noch weitere Basics besprechen, bevor ich dann zu mehr advancederen Themen komme, wie eben zum Beispiel andere Addierer-Typen. Und im nächsten Teil wird es auch schon um eine dieser weiteren Basics gehen, und zwar Flipflops. Und dann freue ich mich und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.